Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir steigen heute ein mit 60 Sekunden Intervallen, immer 15 Sekunden Pause zwischendrin, beziehungsweise Zeit zum Wechseln. Wir haben 5 verschiedene Übungen, einmal die Seal Jacks, ähnlich wie die Jumping Jacks, dann Push-Up to Down Dog, die Liegestütze könnt ihr wie immer auch auf den Knien machen, wenn ihr möchtet, dann einmal kurz in den herabschauenden Hund hoch, die Dead Bugs, immer abwechselnd rechts und links, der Bauch bleibt fest, der Kopf bleibt weg vom Boden. Und ihr stoppt mit den Händen und den Füßen kurz vor dem Boden. Die Hip Roll, schaut, dass ihr die Drehung im unteren Rücken habt und die Beine ungefähr im 90-Grad-Winkel anwinkelt. Und die Air Squats kennt ihr mittlerweile. Dann im Mobility Part 2 verschiedene Übungen. Einmal den Active Samson Stretch, 30 Sekunden jede Seite. Und den Chest Stretch, 30 Sekunden ebenfalls jede Seite. So, unser Workout heute geht 20 Minuten. Ihr startet mit einer Wiederholung pro Übung und das Ganze steigert ihr um eine Wiederholung pro Runde. Unsere Übungen sind die Air Squats, die Push-Ups und die Sit-Ups. Und ihr startet, wie gesagt, mit einem Air Squat, also einer Kniebeuge, einer Liegestütze und einem Sit-Up. In der zweiten Runde macht ihr 2 Air Squats, 2 Liegestützen, 2 Sit-Ups und so weiter und so fort. Das macht ihr 20 Minuten lang und ihr steigert so weit, wie ihr kommt. Euer Score ist in der letzten Runde, die ihr macht, die Anzahl an Wiederholungen. Also wenn ihr zum Beispiel in der letzten Runde bei 25 Wiederholungen seid pro Übung, dann wäre euer Score am Ende 25. Es ist kein Imam, das heißt, ihr habt nicht den Rest der Minute Pause, ihr macht direkt weiter. Wenn ihr mit dem letzten Sit-Up fertig seid, geht es direkt wieder weiter mit den Air Squats. Zum Cooldown haben wir 3 verschiedene Übungen. Einmal die Cobra für die Bauchmuskulatur, einmal den Couch Stretch, eine Minute auf jeder Seite und den Chest Stretch ebenfalls eine Minute auf jeder Seite. Viel Spaß beim Schwitzen, bleibt gesund und schickt uns wie immer eure Scores zu, wenn ihr möchtet. Ansonsten bis bald.